Moin, ich bin Charlie und ich mache gerade mein freiwilliges ökologisches Jahr bei der Naturschutzgemeinschaft Sylt. Und wir betreuen dann die Naturschutzgebiete, die Braderupper Heide und das Morsum Cliff und sind aber auch viel im Nationalpark Wattenmeer unterwegs, wo wir Führungen machen, aber eben auch Rastvogelzählungen und wir machen verschiedene andere Monitorings und haben unsere kleine Ausstellung, die wir betreuen. Ich mag generell Wale total gerne, aber ich finde auch Schweinswale sind eben einmal mit die kleinsten Wale und dann sind sie auch, also sie wirken so verspielt, finde ich. Also wenn sie dann im Wasser auftauchen, sie springen zwar nicht wie Delfine, aber manchmal reiten sie so ein bisschen mit den Wellen mit. Und es gibt auch Berichte, dass sie dann um Segelboote mitsurfen und das finde ich total schön, wenn Tiere irgendwie ja, so einen Spaß einfach haben. Wenn ein Tier zum Tier des Jahres erklärt wird, dann macht man das, um diesem Tier besonders Aufmerksamkeit zu schenken, weil man es schützen möchte. Also beim Schweinswal ist es so, dass der auf der roten Liste als gefährdete Art dasteht, sogar als stark gefährdete Art. Und dann möchte man dem Tier so ein bisschen eine Stimme geben und die Aufmerksamkeit darauf lenken, was da für Probleme vielleicht bestehen, wieso das Tier bedroht ist. Also Schweinswale kommen in der ganzen Nordsee vor, aber man hat in den letzten Jahren bemerkt, dass immer mehr Schweinswale vom Norden in den Süden wandern. Und deswegen wurde vor Sylt und auch vor Amrum das Walschutzgebiet eingerichtet. Das ist das erste Walschutzgebiet Europas. Und hier wollte man den Schweinswalen einen ruhigen, geschützten Lebensraum bieten, wo sie genug Nahrung finden und damit sich eben die Population gut erholen kann. Es ist nicht ganz so geschützt, wie der Name vielleicht erstmal denken lässt, weil hier trotzdem Stellnetzfischerei stattfindet. Das sind Netze, die am Boden aufgestellt werden und die Wale, die über Echoortung ihre Beute aufspüren, können diese Netze nicht wahrnehmen. Das heißt, sie schwimmen dann in die Netze, verfangen sich und sterben meistens auch, wenn sie nicht rechtzeitig gerettet werden. Und das ist so die größte Bedrohung für die Wale. Gleichzeitig haben wir aber auch viel Berufsfischerei. Das heißt, ihre Nahrungsgrundlage wird ihnen weggenommen. Und zusätzlich kommt auch noch Lärm von Schiffen und dem Bau von Offshore-Windparks hinzu, sodass die Wale insgesamt hier doch sehr bedroht sind, obwohl sie ein Schutzgebiet haben. Schweinswale kann man hier auf Sylt sehr gut im Sommer sehen, weil sie dann näher an die Küste kommen, um mit ihren Jungen im flachen Wasser zu jagen. Und bei Ostwind, wenn das Meer sehr ruhig ist, dann hat man größere Chancen, die Schweinswale auch wirklich zu entdecken, weil sie nur ganz, ganz kurz auftauchen, um Luft zu holen. Das heißt, man sieht nur einmal kurz die Rückenflosse aus dem Wasser tauchen. Und bei Sonnenuntergang sind die Lichtverhältnisse dann perfekt, um die Schweinswale auch gut zu sehen.